Als Gemeinde unterscheiden wir deutlich zwischen Ethik und Moral. Wir glauben, dass viele Christen vor allem moralisch sind. Sie versuchen für jeden Lebensbereich, jede Lebenssituation das geeignete Gebot, die geeignete Regel zu finden. Hoffentlich entdecken wir eine Bibelstelle, die uns genau sagt, wie wir uns verhalten müssen, damit wir nicht schuldig werden. Und man denkt ganz stark in Kategorien von richtig und falsch, gut und böse, geistig und ungeistig, schwarz und weiß. Die Problematik ist nur, dass die Bibel über 2000 Jahre alt ist und auf ganz viele Lebensbereiche überhaupt keine Gebote oder Regeln hat. Sie sagt nichts über Umweltzerstörung, über Nachhaltigkeit, über Biogemüse, über Hedgefonds oder Aktienkurse, über die moderne Wirtschaft. Also ganz viele Fragen werden in der Bibel überhaupt nicht behandelt. Und nun ist die Frage ja, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich jetzt, was korrektes Verhalten ist? Als Jesus auf Erden war, hat er versucht, große Leitlinien zu zeichnen, so große Prinzipien deutlich zu machen. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die neben den 613 Geboten der Tora noch viele hunderte anderer Gebote dazu erfunden haben, um den Menschen genau vorzugeben, wie ihre Frömmigkeit auszusehen hat. Und nun kommt Jesus und macht deutlich, dass die Pharisäer im Einhalten dieser Einzelgebote oftmals die eigentliche Idee, den eigentlichen Wert verpassen. In der Ausübung eines Einzelgebotes wird vielleicht sogar die große Idee, der große Maßstab Gottes überhaupt nicht getroffen. Und so glauben wir, dass Christen nicht vor allem moralisch sein sollen, sondern verstehen, was ihre große Ethik ist. Diese 4, 5 entscheidenden Leitgedanken, die sich aus dem Leben Jesu ableiten lassen, so wie er gehandelt hat, was ihn geleitet hat, das soll auch uns leiten. Und aus dieser großen Ethik leiten wir dann jeweils einzelne moralische Ansätze ab, die sich aber immer wieder verändern können. Und je nach Zeit und je nach Gesellschaft sieht Moral anders aus. Das Entscheidende ist, dass die ethischen Grundwerte und Grundprinzipien umgesetzt werden. Aber diese Umsetzung, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Entscheidend ist, dass die Ethik dahinter uns wirklich bestimmt und hochgehalten wird. Und darum gibt es für uns einen Unterschied zwischen Ethik und Moral. Das setzt Mündigkeit voraus. Wir geben nicht jedes Gebot und jede Regel vor, sondern wir versuchen, diese Ethik deutlich zu machen und überlassen es dann dem Einzelnen für sich zu entscheiden, wie die Umsetzung in seinem Leben aussieht, damit diese Ethik, diese großen Prinzipien Jesu wirklich gelebt werden.